Amour. Und zwar Amour Rouge. Heute mal aus der Magnum. Haben wir aber auch in kleinen Flaschen, keine Sorge, müsst ihr gleich die Magnum kaufen. Aber die gibt es gerade im Ausschank, dass wer Bock drauf hat. Ja, das ist Amour. Amour ist eine Cuvée aus Sersan und Grenache. Kommt aus dem Languedoc, aus Rocher. Der Danny und sein Sohn Boris haben wir vor 2 Jahren, das ist jetzt auch schon wieder her, haben wir die besucht. Und ganz, ganz tolles Weingut, also wirklich alles Handarbeit, alles biodynamisch. Da wird, dass er nicht die Rebe beim Namen kennt, gerade alles. Also Danny hat uns einmal komplett durch alle Weinberge geführt. Man spürt bei denen wirklich die Liebe zu ihren Weinbergen und zum Wein, wo sie machen. Und so haben sie auch wirklich Reben, gerade die Saison-Reben, die sind zum Teil über 100 Jahre alt. Also das ist brutal, da kommt an der Trag kommt da nicht mehr viel raus. Aber umso geiler ist natürlich auch die Qualität, was dann dabei rauskommt. Und hier im Glas, Amour, hat uns am Anfang ein bisschen gecatcht, weil der braucht Luft am Anfang, wenn er ganz jung ist. Jetzt hat er schon ein bisschen Zeit auf der Flasche gehabt, das tat ihm wunderbar gut. Schöne Kirscharomatiken, eine feine Würze, aber alles sehr, sehr elegant, sehr straight, sehr mineralisch. Ja, auch so ein bisschen was, ich sag Veilchen, ein bisschen was Florales mit dabei. Also gar kein fetter Südfranzose, sondern eher wirklich so der elegante Vertreter. Aber trotzdem wunderbar schön, anschmiegsam, weich. Ohne aber zu leicht, zu sanft zu sein. Der hat immer noch einen tollen Charakter, also immer noch schön. Vitamine sind da, aber ganz toll eingebunden. Oh, toller Wein, wirklich. Macht Spaß. Cheers.